Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und das letzte Mal waren wir hier in dem Tempel. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt lang geht. Wir haben hier, glaube ich, aufgemacht? Nein. Ach so, ja, stimmt. Wir wollten hier herausfinden, was es hier mit auf sich hat, beziehungsweise wie man hier hinkommt mit der Kugel. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht nachgeschaut. Ich will jetzt noch einmal selber probieren und dann schaue ich nach. Nee, also hier komme ich nicht durch. Und, warte mal. Oh Gott. Diese scheiß Ballsteuerung. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, geh halt hoch wieder. Mensch, Link. So. Wir hatten hier auf der Karte ein X. Ich glaube, dieser Eingang ist gemeint, oder? Aber da komme ich halt nicht hin. Ja, der ist ziemlich... Oh nein! Oh mein Gott, ist das dämlich. Ach du Scheiße, ist... Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ist das beschissen. Übrigens, ich muss auch mal wieder in den Wolkenhort zurück. Um mein Schild zu reparieren und so und Stuff. Habt ihr es gesehen? Hier ist einfach eine brüchige Wand. Hä? Ach so, der Riss wurde größer. Oh mein Gott, was ist das? Naja. Ich bin zumindest stolz, dass ich selber drauf gekommen bin. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ah, ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ach, Mann. Jetzt wird's hier aber gefährlich. Okay, Moment, ich glaube. Ich hab ne Fee, ne? Ja. Eieiei. Ja, ja, jetzt fließ so. Wo du siehst, dass ich eine Waffe gegen dich hab. So, hier können wir kurz abspringen. Ich will dich, ich will dich, ich will dich. Danke. Und, mal schauen. Oh, hier scheint nur Bonus zu sein, aber ich kann zum Beispiel mal die Bomben hier mitnehmen. So. Oh ja, Herzen. Genau das, was ich gerade brauche. Und hier ist wahrscheinlich Geld. Oder gar nichts. Oder eine Falle. Toll. Erstmal wieder 3 Herzen verloren. Nice. Finde ich immer geil. Oh Mann, was konnte ich denn jetzt dafür? Okay, da vorne ist ein Bockblind. Den muss ich irgendwie beseitigen. Nein, ich wollte keine Bombe ausrüsten. Ich wollte nur die Bomben schon mal im Slot haben. Och Mann. Stell ich halt nicht so an, Link. Perfekt. Jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät, oder? Nein! Okay, die Herzen bleiben länger liegen, als ich dachte. Hä? Wie zum Teufel? Hä? Wie komme ich? Irgendwo muss es wie... Ah, ich sehe es schon.
Damit kannst du mich nicht zweimal reinlegen, Spiel. Darauf falle ich nicht zweimal rein. Oh Gott. Okay. War da ein Herz? Nee, anscheinend nicht. Nein, warum brennst du denn, Link? Auf zu brennen. Hat mir das gerade ein halbes Herz abgezogen oder eineinhalb Herzen? Ah, okay, hier bin ich. Ja, was kann ich denn dafür? Wenn der so scheiße ist, der Gegner. Mann. Ich habe nur noch 3 Bomben übrig. Ja, heb halt das Herz auf. Och Mann. Mich kann mit dem Stein nichts aufheben. Kann ich hier hochklettern? No. Ich schaue mich wieder nach einer brüchigen Wand um. Aber es scheint diesmal keine zu geben. Okay, dann muss es ja eigentlich der Käfer sein, ne? Irgendwie muss ich das Tor öffnen. Irgendwo muss ein Kristall sein oder so. Aha. Oder sowas. Nein, 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 lass jetzt nicht nach. Okay. Hä? Achso, auf der Vorderseite muss auch nochmal. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Ups. So. Jetzt können wir weitermachen. Übrigens, ich habe jetzt ein Greenscreen. Aber ich ziehe das jetzt durch mit Skyward Sword, dass ich das ohne Facecam mache und ohne Greenscreen. Weil es wäre komisch, das mitten im Projekt zu ändern. Aber ja. Also in Zukunft könnt ihr euch auf Greenscreen-Action freuen. So, hier kann ich nochmal speichern. Das ist eigentlich so sinnlos, weil wenn man sich so einer Statue nähert, speichert das Spiel eh von automatisch. Das war eine neue Mechanik, aber trotzdem. Oh, oh. Nein. Hab mich wieder verdrückt. Ah, dieser Gegner ist so ein Dreck. Ich hasse den Gegner. Ich hasse ihn einfach nur. Und ich habe nur noch eine Bombe. Nein! Ich wollte die nicht auspacken. Ich wollte sie nur im Slot haben. So, du bist jetzt auch kein Problem. Oh je. Das könnte aber ein größeres Problem werden. Hilfe. Ich habe jetzt übrigens das raus. Oh Gott. Wie man verhindert, dass man runterfällt. Eigentlich ganz simpel. Man darf nur nicht zu lange am Stück nach vorne gehen. Man muss immer mal wieder anhalten. Ah, jetzt bin ich hier. Und, oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein. Du bist das nervigste. Na, obwohl, neben dem anderen Gegner bist du das nervigste, was ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Keine Garantie, dass das wahr ist. Oh je, yeah. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein. Ah, das ist sowas von knapp gerade. Oh nein, 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 ich hätte die Chance gehabt, ihn zu killen. Mein Schild ist gleich kaputt. Scheiße. Aber ich habe eine Fee. Hallo? Okay, ich dachte gerade, meine Fee funktioniert nicht. Oh mein Gott.
du bringst mich nicht Game Over. Was für ein Scheißgegner. Was ist jetzt hier? Ein Zwanni. Wow. Hat sich ja gelohnt, hier fast Game Over zu gehen. Also, eine Fee gegen ein Zwanni ist schon ein fairer Deal. Naja, wenigstens kann ich jetzt hier das reinstampfen. Aber ich hätte gar nicht gegen ihn kämpfen müssen. Oh Mann. Das check ich ja jetzt erst. Naja, wenigstens können wir uns jetzt hier tiefer reinwagen. Nicht nur tiefer reinwagen, sondern wir sind auch schon im letzten Raum angekommen. Also im Raum vor dem Bosskampf. Hier finden wir vermutlich den Bossschlüssel. So, ist hier bitte eine Fee drin? Scheiße. Okay, let's go. Ich mach das auch ohne Fee. Ich vermute mal, nach diesem Abschnitt des Spiels werden wir eh wieder in den Wolkenhort geschmissen. Und dann kann ich mich ja ausrüsten. Oh, aber mein Schild macht mir Bedenken. Was ist, wenn das kaputt geht? Ist es dann weg? Oder kann ich es auch einfach reparieren? Wenn es weg wäre, wo kaufe ich es mir neu? Hä? Wie soll denn das funktionieren? War hier irgendwo eine Lücke? Ja, hier. Aha. Nein, 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 nein. Och, du bist doch echt zu dumm zum Scheißen, Link. Komm schon. Ja. Ui. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Hier kann ich eine Bombe drunter rollen. Ich soll es aber anscheinend andersrum machen. Na gut, dann gehe ich erstmal wieder hoch. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, das ist ungünstig. Aber ich kann doch dann hier schon mal direkt aufspringen, oder? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So welche Aktionen plane ich erst gar nicht. Och Mann. Hä? Oder muss ich doch hier das drunter durchrollen? Die Frage ist, was das bringen soll. Weil da hinten sind weitere Bomben. Nee, bringt nichts. Hä? Ah, lol. Oh mein Gott, ich bin von Anfang an den falschen Weg gegangen, oder? Hä? Nein? Och, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Und sowas passiert, wenn Nintendo sich dafür entscheidet, eine Spielereihe zu erstellen, in der der Hauptcharakter automatisch springt. Ich schaff das doch dann niemals im Leben ganz hoch. Ich muss da doch irgendwie eine Bombe hin tun. Ist hier irgendwo eine brüchige Wand? Nee. Oh mein. Ich äußere mich jetzt nicht mehr dazu. Das, hätte man auf jeden Fall. Ach, ich halt's Maul. So, hier komme ich hoch. Muss ich auch hoch? Ja. Okay. Wo geht es hier lang? Hier ist irgendeine Aussichtsplattform. Hä? Ach, warte mal.
Jetzt kann ich hier eine Bombe runterschmeißen, ne? Ja. Hallo? Okay, dann muss ich es ein bisschen weiter hochschmeißen. Noch weiter hoch. Aber ich muss halt an der Wand bleiben. Ja, ich muss an der Wand bleiben. Ich kann jetzt nicht einfach so machen. Obwohl, das rollt so ein bisschen in Richtung Wand. Aber nee. Ich muss Zeit rausholen. Moment. Ich denke nicht, dass es so gedacht ist. Aber es wird funktionieren. Okay, ich darf es bloß nicht zu lange rauszögern. Immer noch zu lang. Oh mein Gott. Was hast du gedacht? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr das Spiel schon kennt. Aber ich glaube nicht, dass es so gewollt war. Naja. Wie komme ich hier jetzt wieder weg? Ach so, ja, genau. So, und jetzt kann ich hier problemlos hochrennen. Nein! Ha! Und jetzt kriege ich hier wieder 2 Damage. Och, das ist doch zum Kotzen. Mann. Ey, du, geh halt da hoch. Du inkompetentes Stück irgendwas. Das ist echt scheiße mit dieser Ecke hier. Muss doch irgendwie 2 Sekunden länger B drücken. Und hier ist Zelda. Die kriegen wir aber wahrscheinlich nicht einfach so geschenkt. Da wird wahrscheinlich ein Bosskampf auf uns warten. So, den Bernstein nehme ich noch mit. Wir brauchen jetzt nur noch den Schlüssel. Oh lol, was ist das hier? Irgend so eine Gravitationskegelbahn. Oh. Das war ja einfach mit dem Schlüssel. Oder? Hier passiert doch jetzt noch irgendwas, oder? Hier passiert doch jetzt noch was. Ja, ich wusste es. Warum sollte ich so einfach den Schlüssel kriegen? Ja gut, aber... Okay. Eigentlich wollte ich jetzt hier den Part beenden, aber die Folge ist noch so kurz. Deswegen werde ich mich jetzt heilen und mein Schild reparieren und sowas. Und, dann machen wir in der Folge noch den Bosskampf. So, da bin ich wieder. Ich werde jetzt auch direkt mal einen Herztrank trinken. Weil ich nicht weiß, ob ich da geheilt werde. Ich habe extra 2 gekauft. Und... Okay. Keine Ahnung, was mir die Szene sagen sollte. Oh Gott, jetzt... Schon wieder sowas. Okay, Moment. Ach ja, ich kann es ja auch so drehen, ne? Ja. Oh Gott. Immer dieses Rumgefummle. Okay, Moment. Aha!
Gipfel zwar nicht ganz die Form, aber scheint dem Spiel anscheinend zu genügen. So. Was oder wer befindet sich hinter dieser Tür? Wahrscheinlich nicht Zelda. Nehme ich mal ganz stark an. Oh, wir dürfen sogar laufen. Ah, da vorne sind Herzen. Oh. Das Skelett? Nee. Da wird die Kugel gerade transportiert, die der Drache gefressen hat. Ich fühle mich hier mal komplett auf. Man weiß ja nie, was für eine Art von Bosskampf hier kommt. Bei Girahim haben wir zwar auch nicht die Schleuder gebraucht. Oh. Nee, warte mal. Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura in der Nähe. Besonders von dieser Kette gehen starke Schwingungen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zelda mit ihr gefesselt wurde, liegt bei 95%. Ich vermute, dass Zelda irgendwie entkommen konnte. Ich rate zur Eile. Ich meine, den Käfer haben wir bei Girahim ja auch nicht gebraucht, aber wer weiß. Was wird das hier? Oh, da ist er ja wieder. So trifft man sich wieder. Oh, nein, wie unhöflich. Ich habe deinen Namen vergessen. Ist ja auch unwichtig. Hör mir nur kurz zu, ja? Das sagen mir meine unfähigen Handlanger, dass sie die heilige Maid gefangen haben. Ich eile herbei und was muss ich sehen? Diese lästige Marionette der Göttin kommt mir zuvor. Dieses Schoßhündchen der Göttin, sie hat mich einfach mitgenommen. Dabei brauche ich sie doch, um meinen König zu befreien. Nee, wer hat sie mitgenommen? Ich schaue es mir im Schnitt nochmal an. Ich entschuldige mich. Aber jetzt verstehst du sicher, warum ich etwas ungehalten bin. Ach, was soll die Zurückhaltung? Ich hab es nicht eilig. Es ist genug Zeit. So spüre die Flammen meines Zorns. Flammen? Kämpfen wir gegen den Drachen, oder was? Oh. Irgendwer hat Zelda mitgenommen, glaube ich. Oh, nee. Eine Spinne oder so. Das ist glühender Höhlenfels. Das erinnert mich an Super Mario 3D World. Egal. Oh Gott. Was ist das hier? Irgendwie kein richtiger Bosskampf. Ah, warte mal. Wenn hier Bomben sind, dann muss ich die bestimmt benutzen. Ja. Scheint auf jeden Fall was zu bewirken. Und jetzt auch eine Bombe. Ah, Mann. Das war schlecht getimt. Ey, ich hab dir doch... Oh mein Gott. Ich hab ihm doch eine Bombe reingesteckt. Ja? Ja. Krepier. Oh. Nein, 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 ich muss vor, ich muss vor, ich muss vor, ich muss vor. Lass mich durch, ich bin Arzt. Oder auch nicht. Okay. Und rein. Und jetzt irgendwie das Auge verletzen oder so. Ja. Oh Gott. Ich habe fast keine Bomben mehr. Ja, gut. Au. Ja? Nochmal. Ey! Das gibt's doch nicht. Wie weit unten ist denn der?
Och Mann, ich hatte ihn doch fast. Ja. Komm schon. Rein ins Auge. Oh, ich wollte noch eine Stechattacke machen. Ja, toll, dass du wieder Hunger hast, aber ich habe gerade kein Futter. Ich muss mich wieder aufladen. Ah! Oh mein Gott, ich dachte, er wär's. Ey, das ist gemein. So. Okay. Ah, oh mein Gott, was macht er? Was zur Hölle? Er geht ganz runter. Und mit er meine ich der Felsbrocken. Oh Gott. Ist das so gedacht? Oh je. Oh je, ich habe noch nie oh je gesagt. Alter, was ist das für ein Bosskampf? Ja, nimm halt eine Bombe. Oh, ich habe gar keine Bombe. Ja, gut. Okay. Bomben. Wichtig. So, und jetzt? Rein. Ja, der trifft wahrscheinlich nicht. Nee. Ich brauche mehr Bomben. Ich bin fast leer. Aha. Schön in dein Mäulchen rein. Oh, jetzt ist er nackt. Und tot. Und er verrottet. So, was? Ach so, der Herzcontainer. Ich habe mich gerade schon gewundert. Bin ich hier in Twilight Princess oder was, wo ich immer einen Schattenkristall krieg? Nee, es ist nur ein Herzcontainer. Aber die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Und genaueres erfahren wir jetzt. Oh. Da ist sie ja. Und noch... Ach, die andere Person. In der Rüstung, in der schwarzen. Silo. Nein, Zelda, ich habe euch schon erklärt, dass ihr euch zurückhalten und auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Was für eine Aufgabe. Silo, es tut mir leid. Hä? Du bist viel zu spät. Wenn ich dich so sehe, beschleicht mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei ihrer Wahl vertan hat. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um Zelda zu beschützen. Dir gefällt nicht, was ich sage, aber wenn ich nicht gekommen wäre, wäre Zelda jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schöne Worte zu verpacken. Du warst so langsam und hast Zelda im Stich gelassen. Zelda muss weiterreisen, um ihre Bestimmung zu erfahren.
Wenn du auserwählter Zelda helfen willst, musst du die Prüfungen, die vor dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, um Zelda wirklich helfen zu können. Hast du verstanden? Ja, bei was helfen? Das check ich noch nicht so ganz. Das Spiel lässt einen anscheinend erstmal im Dunkeln. Aber hier kann ich mein Schwert wieder reinstecken, um den nächsten Kartenstein zu kriegen. Und ich vermute mal, dann geht's in die Wüste. Gebieter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Auf ihrem Weg besuchte die heilige Maid vom Himmel, ihrem Schicksal folgend die Quelle des Erdlandes. Das Land des Sandes, Ranel, dort öffnet sie das Zeitportal, wie es vorherbestimmt ist. Das Zeitportal. Aha. Du hast die Bernsteintafel erhalten. Sie ist aus schwerem Stein gefertigt und scheint sehr alt zu sein. Okay. Das war's? Krass. Damit würde ich dann sagen, war's das mit der Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.